Willkommen zurück bei Let's Play Tekken 3. Wie ihr seht, unser Bildschirm füllt sich so langsam mit neuen Charakteren, aber wir bleiben erstmal bei unseren Standard 10, um sie nicht zu vernachlässigen. Der nächste ist Paul. Paul Phoenix ist der beste Freund von Forrest Law, fährt gern Motorrad und isst, glaube ich, sehr gern. Ich glaube, das war so sein Charakter. Also Kampftechnik, würde ich jetzt behaupten. Bisschen was vom Boxen. Kickboxen macht er, glaube ich. Genau, Kickboxen war es. Der hatte so ein paar relativ mächtige, genau, sowas zum Beispiel. Der hatte auch so den einfachsten Special Move von allen. Da drückt man einfach nach hinten und die beiden Schlagtasten zusammen und zieht komplett durch und dann ist meistens schon Feierabend, wenn man dann trifft. Man muss natürlich treffen. Auf dem Schwierigkeitsgrad passiert das sehr selten. Ganz so blöd sind sie ja nicht. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Ansonsten. Nicht mit mir. Hat er aber auch so ein paar richtig coole Moves. Und es reicht sogar noch. Ich arbeite bei Paul fast nur mit den Fäusten. Die Tritte sind mir zu langsam und zu behäbig. Da komme ich meistens in die Bredouille, dass ich zu lange ungeschützt bin. Außer diesen Kick nach unten. Na? Genau den. Und das war's schon wieder. Nächste Station, Eddie Cordo. Seht ihr, was ich euch noch so mit ihm zeigen kann. Der hat noch so einen ganz coolen Liebling gehabt. Zack. War auch nicht schlecht. Achso, dann war der hier noch? Nee, warte mal. Den meine ich. Achso, und der kommt auch noch so einen Hammer nach unten hier. So. Nee. Den meine ich. Und noch mal ein Tritt. Ah, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Er hat aber auch eine top gestylte Frisur. Wenn der nochmal treffen würde. Aber nicht gegen meinen besten Freund, das kann ich nicht bringen. Den mach ich so klar. Wie er auf dem Boden gelegen hat. Schön. Ne, da war ich dann nochmal aus. Oh, der wird nochmal knapp. Nettes Geräusch. Und nochmal so ein bisschen die Schulter ausgekugelt. Und Julia. Dabei schlägt Paul doch gar keine Mädchen eigentlich, aber wollten wir es nochmal. Klassischer Ogoshi. Oh, sie kann aber auch. Die kann auch, sagt sie. Da lässt sie sich nicht lumpen. Aber das war vielleicht nicht so clever jetzt. Wie schon mal erwähnt, also die Moves, wenn man von hinten einen ungeschützt greift oder von der Seite, die ziehen da meistens. Die anderen ziehen so 30 ab, die dann eher so zwischen 40 und 70. Da war noch was. Was war das für ein Move? Na komm. Oh ja, der war auch gut. Gefällt mir auch sehr gut. Und da sind wir auch schon bei Stage 8 gegen Brian. Final Round. Brian macht mal tsch. Boah. Okay.
Der hat uns platt gemacht. Aber nur weil er neu ist. Ich konnte ihn noch nicht einschätzen. Alter. Der geht mir richtig auf den Brenner gerade. Er ist ein bisschen schnell für uns hier gerade. Können wir mit roher Gewalt kontern. Ja, so blöd ist hier keiner irgendwie. Der da reinläuft. Na komm. Auch den Block da. Kann er es wagen. Feierabend. Da sind wir schon bei Hashi. Hi, Hashi. Ach, der kommt doch auch noch. Wenn einer auf dem Boden liegt, irgendwie. Wie war denn das? Probieren wir gleich mal. So einmal nach unten donnern irgendwie. So wie Nina mit dem Fuß nach unten tritt, konnte der irgendwie mit der Faust nach unten kloppen. Na, muss ich aber auch treffen für. Den meine ich. Er war zwar schon KO, aber den haben wir nicht nehmen lassen. Vorletzter Kampf, Ogre. Final Round. Fight. Oh, da trifft er doch nochmal. Im vorletzten Kampf gab es nochmal richtig einen auf die Nuss. Sehr gut. Das beschleunigt die Sache natürlich. Und dann warten wir jetzt noch auf True Ogre. Und dann ist auch dieser Charakter beendet. Aber er wehrt sich. Geil. Was für ein hervorragendes Finale. Und damit verabschiede ich euch wieder in die Cutscene. Und dann legt euch wieder hin. Bis zum nächsten Mal. You win. Let's